Diese Nacht ereignete sich ein Brand in unserem Betrieb. Die Brandmeldeanlage, eine automatische Brandmeldeanlage, detektierte Feuer oder Rauch. Die Meldung ging zur Feuerwehr und die in kurzer Zeit mit entsprechendem Gerät vor Ort war. Die Löschversuche nach der Branderkennung der eigenen Mitarbeiter haben nicht zum ausreichenden Erfolg geführt. Die Feuerwehr und Rettungskräfte hatten aber schon ihre hochprofessionelle, gute Arbeit geleistet. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern hat man also wirklich mit kühlem Kopf hier eine professionelle Löschmaßnahme durchgeführt. Zum Glück ist der Betrieb unterteilt in sehr viele Brandabschnitte. Diese Brandabschnitte haben auf jeden Fall einen noch größeren Schaden vermieden. Noch größeren Schaden vermieden meine ich, dass die Produktionsanlagen weiterhin in Betrieb sind und funktionieren und jetzt aktuell, während wir hier stehen, auch weiter produziert wird. Welche Bereiche betroffen sind, ist es so, dass ausschließlich der Lager- und Transportbereich und Montagebereich betroffen ist und die reinen Produktionsanlagen, unsere Beschichtungsanlagen in keiner Weise jetzt in Mitleidenschaft gezogen wurden. Wir sind jetzt selber bemüht, den Folgeschaden auch so gering wie möglich zu halten, indem wir jetzt ganz intensiv bereits dabei sind, in einem Verständnis, Einvernehmen mit der Feuerwehr, dürfen wir mit ersten Aufräumarbeiten und Sichtungsarbeiten und Inventurarbeiten beginnen.